Wir gehen rein in das Video von Saschka. Die hat ein Video hochgeladen, das heißt Jung, Fame und Pleite, wenn die Reichweite nicht mehr ausreicht. Und das schauen wir uns an. Ich denke, das ist auch ein sehr aktuelles Thema, dass manche Influencer sich vielleicht einfach ein bisschen überschätzen, über ihren Verhältnissen leben und pleite gehen. Deshalb, let's go. Hey, people! Es ist Sonntag, 18 Uhr mit eurem Girl Saschka. Und einige von euch werden es mitbekommen haben. Dieser YouTuber ist pleite. Nee, dieser. Mensch, ich mein Tanzverbot. Regie, was ist denn hier los? Rafft euch mal. Alter, chill mal, Junge. Ey, 6 Euro die Stunde. Was für raff mal. Das Video ist in meinen Empfehlungen erschienen und ich dachte mir, nee, nicht schon wieder. Doch interessanterweise war es ehrlich und zur Abwechslung war es auch nicht die Schuld der anderen. Tanzverbot spricht hier von Geld, das er unnötigerweise ausgegeben hat. Hab sehr viel Geld ausgegeben, aber hab zur anderen Seite kein Geld mehr oder verhältnismäßig. Ich liebe es, dass jeder, also dass niemand Tanzverbot frontet. Dass auch selbst eine Saschka, die ab und zu ein bisschen strenger ist, ich finde aber immer gerechtfertigt, also es ist nie so, dass sie ungerechtfertigt gegen andere Leute schießt, aber dass sie auch sagt, dass es ein sehr ehrliches Statement war, weil genau das fand ich auch. Also genau das dachte ich mir auch, als ich das Video gesehen habe. Es war einfach ehrlich, es war sehr ehrlich. Wenig Geld eingenommen. Dass er eine Kaufsucht entwickelt hat. So eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Und dass er in Kreisen mitspielen wollte, die er sich eigentlich nicht hätte leisten können, aber er konnte damit auch nicht aufhören. Für mich hat das irgendwie, hat sich dann irgendwann so eine Illusion aufgebaut, als wenn ich irgendwie auch reich bin und dazugehöre und dann das. Ey, kommst du hier mit? Ah ja, da 1000 Euro die Nacht, das. Trotz der Ehrlichkeit sind die Meinungen gespalten. Der größte Teil ist zwar überwiegend positiv und viele sprechen ihm Mut zu und sagen, hey, das ist cool, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Jedoch finden sich einige Kommentare, die von einem Mitleid sprechen, das sich in Grenzen hält oder auch auf die eigene Dummheit verweisen. Aber warum sind die Meinungen bei diesem Thema doch recht unterschiedlich, obwohl er selbst zugibt, dass es seine Schuld ist? Warum ist das Ganze kein YouTuber-Problem, sondern auch allgemein verbreitet? Und warum können Menschen so schlecht mit ihrem Geld umgehen, egal ob über Nacht berühmt oder auch Geringverdiener? Weil ich im Monat 500 Euro verdiene. Das alles. Heute läuft eurem Girl Saschka und... Ja, also solche Kommentare findest du halt immer, findest du bei jedem Thema. Es gibt, egal was du sagst, wenn du von Fehlern erzählst, die du mal gemacht hast oder, ja, die du mal gemacht hast, dann werden immer Leute um die Ecke kommen, die sagen... Mai, bist du dumm, du hast kein Mitleid verdient, ich hätte es tausendmal besser gemacht, wie kann man nur so doof sein, ja. Und diese Leute wissen alles besser, die haben noch nie einen Fehler in ihrem Leben gemacht, die sind von Grund auf perfekt und das müssen sie dann auch allen mitteilen. Und das finde ich zum Beispiel sehr unsympathisch, also das finde ich sehr unsympathisch, wenn Leute... Hauptsache etwas schlecht reden, Hauptsache jemanden runtermachen, der sich schon hinsetzt und seinen Fehler eingesteht und sagt so, ey Leute, ich habe Scheiße gebaut. Und dann kommen so Leute um die Ecke, nein, du hast Scheiße gebaut. So. Mit ihrem Finanzgremium da hinten. Bereits Klängern hat diese Thematik in einem seiner Videos aufgegriffen. Das verlinke ich euch in der Infobox, weil ich das persönlich echt gut fand. Aber ich würde gerne noch ein paar Dinge hinzufügen und das vor allem allgemeiner halten und auch eine andere Sache übertragen. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an, und zwar mit Tanzverbot. Er hat hohe Steuerschulden gegenüber dem Finanzamt und begründet das nicht mit den hohen Steuern, die fällig waren, sondern mit dem Luxusleben und dass er ein Leben über seine Verhältnisse geführt hat. Ein Phänomen, das einige der größten YouTuber betrifft und mittlerweile ein fester Bestandteil der Szene ist, so wie Sonntag 18 Uhr. ApoRed, der es irgendwie nie richtig zugegeben hat, aber es doch hinreichenden Verdacht gab, dass es eben so ist. KS-Freak, der sein Video mittlerweile dazu gelöscht hat, es aber noch vereinzelt Reaktionen dazu gab. Der Freund von KS-Freak, das ist nicht Freundschaft. Wenn man schon pleite geht, dann zusammen. KuchenTV, der vor etlichen Jahren ebenfalls Steuerschulden hatte. Und die Meinungen fallen dazu immer unterschiedlich. Das wusste ich gar nicht, dass Kuchen auch Steuerschulden hatte. Ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Leute Steuerschulden hatten oder haben, ohne es zu sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch ein paar YouTuber da draußen gibt, die ein paar Probleme mit der Steuer haben, aber das gar nicht so offen kommunizieren. Und ich finde auch, das ist einfach ein schwieriges Thema. Natürlich,
Natürlich, du solltest dich erkundigen, gerade wenn du selbstständig wirst, es planst zu sein, solltest du dich mit dem Thema auseinandersetzen und dich erkundigen, wie das Ganze funktioniert, so dass du eben dann keine Steuerschulden hast. Aber es passiert trotzdem und es ist einfach ein Thema, das einfach auch übel kompliziert ist. Also Steuern, ich weiß nicht, wer von euch die Steuererklärung macht, ob ihr die Steuererklärung macht oder nicht, aber alleine so eine Steuererklärung. Also, na klar, wenn man selbstständig ist, dann sollte man echt zu einem Steuerberater gehen, aber sich so eine Steuererklärung, also ich weiß nicht, ob, ja, wie gesagt, ob ihr mal eine Steuererklärung gemacht habt, das ist halt wirklich ermüdend und unnötig kompliziert. Aus. Es gibt eine Seite, vermutlich die harte Zuschauerschaft, die sagt: Hey, das ist so ehrlich von dir, das ist so nobel, dass du dich da Mach sie hinsetzt jedes und uns Mal. erzählst. Ich glaube, es ist auch praktisch. Also, ich habe die auch gemacht, als ich noch angestellt war. Da musst du ja nichts zahlen für. Also, da gibt es ja dann keine Nachzahlung für dich, sondern du bekommst ja eigentlich im besten Fall Geld zurück. So, weiß ich nicht, 400, 500 € vielleicht mehr, vielleicht weniger, je nachdem. Aber es ist schon smart. Selbst wenn ihr angestellt seid, macht die Steuererklärung. Also macht eine Steuererklärung. Ihr müsst da nichts zahlen. Es ist nicht so wie selbstständig sein, dass man dann am Schluss irgendwas zahlen muss. Aber ihr bekommt halt Geld zurück. So, wenn ihr Fahrkarten gekauft habt, zum Beispiel, könnt ihr es angeben. Wenn ihr so Sachen für die Arbeit gekauft habt, die ihr halt so privat finanziert, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Laptop für euch gekauft habt, mit dem ihr irgendwas Arbeitstechnisches macht und so, könnt ihr alles irgendwie mal in die Steuererklärung reinschreiben und dann im besten Fall bekommt ihr halt Geld zurück. Wait, man muss in Deutschland keine Steuererklärung machen? Nee, nicht jeder muss Steuererklärung machen. Also Selbstständige, klar. Ich weiß nicht, wer noch alles, aber ich glaube, wenn du so ein normales Angestelltenverhältnis hast, musst du keine Steuererklärung machen. Glaube ich. Ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen, aber Steuerklasse 1 muss nicht, der Rest muss. Ach, wirklich? Ah, okay. Okay. Ist, dass du Schulden hast. Also man muss dazu sagen, dass die meisten jetzt nicht so agieren wie Tanzverbot und sagen, hey, das ist meine Schuld. Nicht, dass hier jemand anschreibt, ey, du bist schuld. Okay, Nein, mach ich ich bin so. schuld. Die sagen dann, wer war das? Wer hat mein ganzes Geld ausgegeben? Ich? Lüge. Auf jeden Fall gibt es die eine Seite, die einem Verständnis gegenüberbringt und dann gibt es die andere Seite, die sagen, hey, null Verständnis dafür, wie man nicht mit seinem Geld umgehen kann. Und warum sich das Mitleid von vielen in Grenzen hält, liegt eben auf der Hand. Es ist eben der Leid. Habt das Glück oder Pech, Steuerklasse 1? Also du musst mit Steuerklasse 1 nicht deine Steuererklärung machen, du kannst aber, wenn du willst. Also ich war auch Steuerklasse 1. Bin ich immer noch Steuerklasse? Oh mein Gott, ich bin so schlecht darin. Ich habe auch im Angestelltenverhältnis meine Steuererklärung gemacht. Musst du nicht? Kannst du aber. Und du bekommst halt Geld zurück. So, wenn ihr ein bisschen Geld zurückhaben wollt, macht eure Steuererklärung. Es gibt so Apps. Da könnt ihr alles eintragen. Die berechnen euch dann sogar, wie viel Steuern ihr wahrscheinlich zurückbekommen werdet. Und dann für einen, keine Ahnung, 10, 20, 30 € macht die App eure Steuererklärung, reicht das ein und ihr bekommt ein paar hundert Euro zurück. Lifestyle von vielen YouTubern bzw. das, was sie öffentlich ausleben. Eine dicke Karre, eine große Wohnung mit Luxusgütern, hier vielleicht noch eine Chanel-Tasche. Es ist eben der verschwenderische Lifestyle, der öffentlich präsentiert wird. Ich habe auf jeden Fall schon viele Millionen ausgegeben, ja. Beim Thema Geld und Influencer sind sowieso super viele gespalten. Der Beruf Influencer ist mit der am wenigsten angesehenste Beruf überhaupt. Deswegen ist es unvermeidlich, wenn sich viele Außenstehende, als auch sogar interne Leute, die Frage stellen, wie können diese dämlichen YouTuber es nicht hinkriegen, mit ihren Millionen vernünftig umzugehen? Liegt es vielleicht an den komplizierten Steuern? Denn viele von diesen Personen sagen, hey, ich habe eben hohe Steuerschulden, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also gut, die meisten wissen dann im Nachhinein, wie es passieren konnte, aber warum ist das denn überhaupt kompliziert für viele Personen? Einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss. Keine Ahnung. Ich bin kein Steuerfachprofi. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit seinen Steuern auseinanderzusetzen. Und das klingt jetzt so, als ob es ein Placement ist, ne? Aber auf gar keinen Fall. Kein Finanzguru drin, kein Anyfe drin, gar nichts drin. Leider! Aber egal, machen wir einen kurzen Ausflug. Und zwar gibt es eben verschiedene Steuern, die man als Unternehmer zahlen muss. Man muss hierbei natürlich unterscheiden, welche Art man von Unternehmer ist. Bei YouTubern ist
ist es meistens so, dass man ein Gewerbe hat. Ab einem bestimmten Verdienst musst du ein Gewerbe anmelden. Dann zahlst du eine Einkommensteuer, du zahlst eine Gewerbesteuer und du zahlst eine Umsatzsteuer. Es gibt auch noch weitere Ausgaben, die man machen muss. Beispielsweise muss man sich um seine eigene Krankenversicherung kümmern. Man muss sich um seine Rentenversicherung kümmern. Also all die Dinge, die bei Arbeitnehmern von dem Bruttogehalt automatisch abgezogen werden und dann als Nettogehalt auf eurem Konto landet. Oftmals zahlen selbst... Das ist so ekelhaft. Auch das Krankenkassenthema. Bah. Ständige in bestimmten Abschnitten Vorauszahlungen, sowohl bei der Umsatzsteuer... Also die Kosten. Es ist cool, dass man krankenversichert ist, so keine Frage, aber die Kosten sind halt einfach unnormal hoch. Steuer, als auch bei der Einkommensteuer, damit am Ende des Jahres nicht ein Batzen Geld auf einen zukommt. Ich weiß, dass in der Schweiz das Ganze ein bisschen anders funktioniert, und zwar, dass dort die Arbeitnehmer ebenfalls selbstständig für ihre Steuern verantwortlich sind und einmal im Jahr Steuern zahlen. Ja? In Deutschland kümmert sich aber der Arbeitgeber darum oder im selbstständigen Fall du selbst. Am Ende des Jahres... Kommt jemand von euch aus der Schweiz und kann das bestätigen? Müssen Arbeitnehmer bekommen ihr Bruttogehalt ausgezahlt oder was? Und müssen dann alles am Ende des Jahres selbst... Boah, ist das ätzend. Boah, das ist ja kacke. Jahres wird dann eben eine Bilanz gezogen. Deine Einnahmen werden mit deinen Ausgaben verrechnet. Also die Dinge, die beispielsweise Selbstständige absetzen, wie eine Kamera, ein Mikro, ein Laptop. Hierbei gibt es bestimmte Richtlinien, an die man sich halten muss, etc. etc. Wir sind ja hier kein Steuerkanal. Ja, also da steht, absetzen ist nicht gleich den vollen Preis wiederkriegen, weil das ja auch manche denken. So, die sagen, die können ja eh alles absetzen. Ja, aber du bekommst die Sachen ja nicht umsonst. Also du zahlst ja trotzdem Geld dafür. Nein, das ist aber so, so ein kleiner Ausschnitt davon, wie es funktioniert. Auch Tanzverbot spricht in seinem Video, dass er eben bestimmte Vorauszahlungen geleistet hat und dachte, dass es ausreicht. Und manchmal kommt eben alles so ein bisschen unglücklich zusammen und man muss Steuern nachzahlen für das Jahr 2022 und man muss gleichzeitig Vorauszahlungen leisten und dann kann es eben einem das Genick brechen. Wenn man aber den Überblick hat, dann hat man die Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu reden und zu sagen, hey, das ist alles ein bisschen doof, ich komme mit den Vorauszahlungen nicht hin, ich kann das gerade alles nicht so richtig bewerkstelligen, können wir da nicht vielleicht irgendwas machen? Wenn man sich frühzeitig darum kümmert und mit dem Finanzamt eben nett spricht oder der Steuerberater nett spricht mit dem Finanzamt, ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das, dann besteht meistens die Möglichkeit, dass man das Ganze abstottern kann. Das heißt, habt ihr euch einen Überblick gemacht, seid ihr vielleicht gerade nicht zahlungsfähig, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu reden und zu sagen, bitte, bitte, ich schwöre, ich schaffe das. 1, 2, 3 Gewinnspiele, ich bin wieder drin. Ehrlich. Jetzt ist das vor allem bei Unternehmern, bei Selbstständigen so, dass man nicht weiß, wie die nächsten Jahre laufen. Deswegen entsteht auch bei manchen die Situation, dass man über seine Verhältnisse lebt, weil man nicht einschätzen kann, was kommt. So läuft das denn auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin das nicht einer von halt diesen auch extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Du kannst nicht einschätzen, ob das für immer anhält. Denn es gibt nur mal bestimmte YouTube-Phänomene, die einigen YouTubern das Genick brechen können und von denen sich nur sehr wenige erholen. Beispielsweise, wenn du deine Zuschauerschaft verarscht. Mein Outing war fake, ja. Bin euch etwas schuldig, und zwar dieses Video. Das war ja auch so heftig. Also das war ja eine der... Also Miguel Pablo, finde ich, hat den Vogel komplett abgeschossen, was so... Zuschauer verarschen angeht. Der hat ja seine Zuschauerschaft am laufenden Band einfach nur verarscht. Und dass er da so ein Outing-Video hatte, wo er gesagt hat, so, er ist schwul, er steht auf Männer, er hat sich jetzt geoutet. Und dann rauskommt, er selbst auflöst, das war fake. Also das war wirklich... Ich muss dieses Video machen. Ich weiß, viele sind verwirrt. Einige werden jetzt sagen, boah, ich hatte recht. Also, ja... Keine Ahnung, Digga. Ich bin schwul, Social Media Experiment. Kann man sich halt auch einfach schenken, oder? Wenn du vielleicht einen Skandal hast, wenn du vielleicht eine Krise hast oder du inaktiv bist. All das generiert kein Geld und nur die... Ist nicht unbedingt besser, wenn du Brutto bekommst und das Geld aus dem Fenster schmeißt, bist du am Arsch. Steuerschulden sind Schulden, die nicht umgangen werden können. Und nicht auch nicht mit einer Insolvenz. Ja, also ich finde es besser, wenn die Steuern schon abgezogen werden und man das dann gar nicht mehr auf das Geld aufpassen muss, ein Jahr, und das dann erst ans Finanzamt zahlt.
Die wenigsten YouTuber können sich davon erholen. Vielleicht versuchen es einige, beispielsweise Miguel Pablo oder so. Der war ja auch mega erfolgreich. Dann hat er irgendwie super viel Geld ausgegeben, hat dann eine Psychose bekommen, hat dann immer wieder versucht zurückzukommen. Und wenn man hier oben ist, dann denken super viele Leute, dass der Hype für immer anhält. Ja. Bist du schon mal eingeschlafen und dann aufgewacht mit Hype? Aber das ist eben das Gefährliche an YouTube. Es geht so, so, so. Und manchmal geht es auch einfach nur so. Und wenn es dann so abwärts geht, dann kommt man eben super schwer wieder raus. Auch muss man natürlich nachvollziehen können, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man über seine Verhältnisse lebt. Beispielsweise, wie sind denn die Personen aufgewachsen? Jemand, der wenig Geld hat und vielleicht aus einem schwachen sozialen Umfeld kommt und auch nicht gut über Geld aufgeklärt wurde, wie man es anlegt, wird wahrscheinlich auch langfristig nicht gut mit diesem Geld umgehen. Ich kenne jetzt nicht genau den Hintergrund von Tanzverbot, aber aus seinem Video habe ich rausgehört, dass er ja sogar Geld angelegt hat. Nur eben, dass er kein Glück darin hatte und das ganze Geld verloren gegangen ist. Krypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Aktien habe ich auch Minus gemacht. Ich habe wirklich, naja, ist auch egal. Dabei ist es auch so naheliegend. Er hätte ja einfach nur auf ApoRed hören müssen. 1800 Euro Profit. Leute, ihr habt gesehen, wie ich und die ganzen Leute rasiert haben, die erst vor kurzem das gestartet haben. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Ein Beispiel für schlechten Umgang mit Geld sind Menschen, die im Lotto gewonnen haben, also unverhofft an das Geld gekommen sind und dadurch über Nacht Millionäre geworden sind, aber mit dem Geld nicht umgehen konnten. So heftig. Arbeitsloser gewann 27 Millionen Dollar im Lotto nach 5 Jahren, war er pleite und starb verarmt. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Aber das frage ich mich auch immer. Wie kann das passieren? Wie kannst du, ich will niemanden judgen, so, das ist nichts, was man sich aussucht, dass man dann pleite geht. Das ist halt doof, klar, aber mein Gott, hätten sie es besser gewusst, hätten sie es besser gemacht. Aber es ist halt schon heftig. Wie kannst du 27 Millionen Euro einfach in den Wind setzen? Wie kannst du das so ausgeben, als gäbe es kein Morgen mehr? Ich kann es auch verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel 27 Millionen Euro bekommen würde. Ich würde mir auch gönnen. So, ich würde mir ein nices Haus kaufen. Vielleicht würde ich mir noch irgendwo eine schöne Wohnung kaufen, vielleicht auch in einem anderen Land, sodass ich so eine Ferienwohnung habe oder so. Ich würde einmal fett in Urlaub fahren davon. Also ich würde dann schon öfter in Urlaub fahren, aber ich würde so einmal fett in Urlaub fahren. Aber das war es halt dann auch schon mit den großen Ausgaben. Also ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld hinfließt. Dann ist das Geld weg. Wieso sind 27 Millionen Euro weg, wenn ich mir ein Haus und eine Wohnung kaufe? Wie viel, glaubst du, kostet eine Wohnung oder ein Haus? Ich habe nicht vor, mir ein 10 Millionen Euro Haus zu kaufen. Würde alles anlegen und von den Zinsen leben. Ja, gell? Irgendwie so. Weil wenn du 27 Millionen hast, hol dir doch safe ein dickes Haus. Das hat doch auch Wert. Ja, ja. Bei 27 Millionen ist noch ein Jet drin. 1 Million würde ich für Spaß ausgeben, to be honest. Aber 1 Million ist halt so viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob ich... Also kommt natürlich auf den Zeitraum auch ein bisschen drauf an. Hier ist eine Fliege reingeflogen. Aber ich wüsste gar nicht, wofür ich 1 Million ausgebe für Spaß. So, ich würde mir auch... Ich würde mir ein paar Skins kaufen in Velo. Ich würde mal shoppen gehen. Ich würde mal... fett essen gehen oder so. Weil sie nicht aufgeklärt wurden, weil sie auch noch nie so viel Geld besessen haben. Hab mir mal Wohnungen in München angeschaut, also zu mieten, fast geweint. Ja, fühle ich. Hier ist Arschsteuer. Haben und daraufhin pleite geworden sind und wieder in ihrer Ausgangssituation gelandet sind. Mir geht es aber per se nicht um das Phänomen der YouTube-Pleite-Geier, sondern das Schuldenthema allgemein in Deutschland. Denn ich weiß nicht, wie es euch... Ich würde mir lieber... alle Skins in Velo kaufen, als mit einem Privatjet zu reisen. Das reizt mich so gar nicht. Also so ein Privatjet, es reizt mich so null. Ich würde lieber alle Skins in Velo besitzen, sodass ich so schön immer durchwechseln kann, meine Skins. Und imagine, du hast einfach alle Skins in Velo. Als im Privatjet. Bei 27 Millionen würde ich 2 Millionen so anlegen, damit meine Miete bis zum Lebensende bezahlt ist. Oh, smart. 5 Millionen anlegen, 5 Millionen meiner Familie geben und den Rest, keine Ahnung.
Imagine, was ein Flex. Es ist halt so ein ultimativer Flex. So, wenn dich Leute fragen, und was hast du so für Skins im Velo? Und du kannst einfach sagen, ja. Ja, alle. Für mich beides uninteressant. Ich würde vieles wahrscheinlich in Aktien stecken. Ja, ist auch smart. Hast du nicht alle? Ein Privathit kauft man safe nicht, wenn man 28 Millionen hat. Sonst bist du wieder broke. Ich glaube auch, dass ein Privathit schon echt teuer ist. Also das wäre nicht so, für ich mein Geld ausgeben wollen würde. Never ever. Welche Skins hast du so? Ja. Wie ja? Einfach ja. Würde 500 Subs hier lassen? Oh, das ist süß, Malz. Geht. Aber ich habe einige Personen in meinem Umfeld, die Schulden haben wegen den banalsten Dingen. Und bei den Jugendlichen sieht es nicht anders aus, denn jeder Fünfte ist verschuldet. Die Hintergründe sind dafür unterschiedlich. Viele haben einfach keine Vorstellung davon, wie teuer beispielsweise Unterhalt ist. Sie überschätzen den Wert des Geldes und haben keine Ahnung davon, wie viel eine Wohnung kostet, wie viel ein Auto kostet und finden sich schnell in der Schuldenfalle wieder. Es gibt auch Suchterkrankungen. Wie das habe ich auch gesehen auf TikTok. Sind mir ein paar Leute vorgeschlagen worden, die über Klarna-Schulden geredet haben. Ich weiß nicht, ob ihr Klarna kennt, aber mit Klarna kann man sehr viel auf Raten kaufen. Und scheinbar haben die gefühlt kein Limit. Ich weiß es nicht. Aber es gibt Leute auf TikTok, die zeigen so ihre Klarna-Schulden und die haben so 10.000 Euro Klarna-Schulden. Das ist echt heftig. Das ist wirklich heftig, wie viele Leute verschuldet sind. Ich meine, so ein bisschen Schulden ist jetzt nicht die Welt. Ist jetzt nicht schlimm, wenn du irgendwo mal, sagen wir, 1.000 Euro Schulden hast. Ist nicht schön. Also ich glaube, es ist nie schön, wenn du im Minus bist auf deinem Konto oder wenn du halt irgendwo Schulden hast. Aber so ein kleinerer Betrag, so 1.000 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt. So, da kommst du halt wieder raus. Vielleicht hast du einen negativen Schufa-Eintrag, der geht aber auch mit der Zeit wieder weg. Also es ist jetzt nicht die Welt. Aber es ist schon echt heftig, was manche Leute sich da so für Schulden machen. Ich glaube aber auch, dass es halt teilweise gefühlt gar nicht mehr anders geht. Also klar, es geht immer anders, aber für manche haben halt das Gefühl, es geht nicht anders, weil sie brauchen halt die Sachen, sie brauchen, sagen wir, einen Laptop für die Arbeit, für die Uni, verdienen aber nicht genug und machen dann hier eine Finanzierung und dann reicht das Geld für das aber nicht mehr. Also ist ein bisschen schwierig. Haben viele Shops mittlerweile deaktiviert, weil es sau viele ausgenutzt haben. Ach, wirklich? Ach, krass. Am besten sowas gar nicht erst nutzen. Dann kommt man nicht in Versuchung, ja. Negative Schufa gibt es erst, wenn du Raten nicht zahlst. Ah, so, okay. Am besten sowas gar nicht erst. Dieses PayPal, kaufe jetzt und zahle später, ist zum Teil deswegen auch saugefährlich. Ich weiß nicht, warum, aber bei mir war bei Lieferando vor einer Zeit, immer wenn ich bei Lieferando was bestellt habe, war als Zahlungsmittel ist normalerweise immer PayPal bei mir drinnen. Und da war dann irgendwie Klarna, obwohl ich Klarna halt nicht nutze, war dann irgendwie Klarna hinterlegt. Und ich habe das halt nicht gecheckt und war so automatisch auf weiter, weiter, weiter. Habe das dann aber wieder storniert. Aber irgendwie wollte mein Handy mit Klarna zahlen oder mein Konto hat Klarna so automatisch verlinkt. So eins, auf das ich meine Pizza in Raten abzahle. Da dachte ich mir auch so, okay, wild, dass es diese Option überhaupt gibt, bei Lieferando mit Klarna zu zahlen. Wie eben auch die Kaufsucht, die Tanzverbot angesprochen hat. Man hat auch teilweise keine Übersicht über seine Ausgaben, wo man sich denkt, naja, okay, kaufe ich hier eine Sache, hier eine Sache, hier eine Sache. Und zack, hast du eigentlich mehr Geld ausgegeben, als du wolltest. Vor allem vielleicht beim Online-Shopping. Einige von euch werden das wahrscheinlich auch kennen. Beispielsweise bei Klarna oder bei PayPal gibt es diese nette Funktion, dass man 30 Tage später zahlen kann. Und vor einiger Zeit gab es den Trend, mit Klarna-Schulden zu flexen. Also wer hat die meisten Klarna-Schulden? So hat man dann auf TikTok einen Screenshot von seinen Schulden gepostet und damit sozusagen geflext. Natürlich fragt man sich jetzt als Außenstehender, der keine Schulden hat und nicht in so einer Situation ist, warum können die Leute es nicht lassen, sich Klamotten zu kaufen? Warum bringen sie es so weit, dass sie sich bis... Imagine, du hast Klarna Schulden in Höhe von wie viel?
50.000. Fragt man sich jetzt als Außenstehender der Schulden. So hat man dann auf TikTok. Und zeigt es dann so, ich nehme mal an, es ist Shein. Es sieht so von dieser, so eine Plastik, so ein Plastikbeutel, wo dann einfach, so die Anziehsachen drin sind. Imagine, du machst 23.412 Euro Klarna-Schulden, aber kaufst immer noch bei Shein ein und gönnst dir nicht mal irgendwas Geiles damit, so irgendwie hochwertige Anziehsachen, sondern so Anziehsachen, die so nach dreimal tragen wahrscheinlich schon auseinanderfallen. Mit seinen Schuldenflexen, postmoderner Konsumer, was? Konsumerismus? Ist das ein Wort? Konsumerismus? Ich denke mir immer, wenn ich es nicht auf einmal kaufen kann, dann erst recht nicht auf Raten. Ja, also ich habe mir auch schon Sachen auf Raten geholt. Ich habe mir auch schon Handy auf Raten geholt. Ich habe mir meine Switch früher auf Raten geholt, weil ich halt in der Ausbildung war und eine Switch haben wollte und ich halt... Ich habe mir mein Bett auf Raten geholt, als ich hierher gezogen bin, weil ich halt einfach die komplette Wohnung einrichten musste und ich dann kein Geld mehr hatte für ein Bett, aber ich habe halt das Bett gebraucht, deshalb habe ich es mir auf Raten geholt. So ein paar Sachen finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man sich auf Raten holt, wenn man die Raten halt auch zahlen kann. Also wenn die Raten halt irgendwie ins Budget passen, dann why not? Außenstehender, der keine Schulden hat und nicht in so einer Situation ist, warum können die Leute es nicht lassen, sich Klamotten zu kaufen? Warum bringen sie es so weit, dass sie sich bis in die Tausende verschulden? Ich glaube, es liegt tatsächlich oftmals an Fast Fashion, also eins der Gründe dafür. Und auch viele nicht wissen, wie sie vernünftig mit Geld umgehen sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis in meine 20er hatte ich meine Finanzen nicht wirklich im Griff. Ich habe zwar relativ früh angefangen zu arbeiten und Geld zu verdienen, nämlich mit 14 Jahren, aber gelernt, wie man mit Geld umgeht, habe ich nicht. Und das hat mich... Ich muss sagen, ich kann auch nicht gut mit Geld umgehen. Ich wünschte, ich könnte es und ich finde, ich kann es immer besser. Also ich lerne schon irgendwie dazu, aber an sich, ich kann überhaupt nicht mit Geld umgehen. Mir wurde der Umgang mit Geld nie beigebracht. Ich habe nie ein gutes Beispiel gehabt, wie man gut mit Geld umgeht. Das zieht sich so ein bisschen auch so durch meine Familie, würde ich sagen, dass man nicht so gut mit Geld umgehen kann. Und ich kann es auch nicht so, also ich habe es nie gelernt. Ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen und wie man spart und welchen Wert Geld hat und so weiter und so fort. Und das heißt, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich das Geld auch gleich wieder rausgehauen. Also ich habe es so, ich habe mein Geld überwiesen bekommen, ich habe es genommen und sofort wieder rausgehauen. Das ist mittlerweile besser. Es ist immer noch nicht gut. Also ich gebe schon immer noch unnötig Geld aus. Ich könnte auch, wenn ich so diesem Drang nachlassen würde, würde ich safe auch irgendwie eine Kaufsucht entwickeln, wenn ich das Geld dafür hätte und den Drang nachlassen, dem Drang halt nachgeben würde. Aber an sich, ich gehe nicht so gut mit Geld um. Aber es gibt auch Leute, die schlimmer mit Geld umgehen, würde ich sagen. Ich auf dem kurzen oder langen Weg in die Privatinsolvenz geführt. Es schießen teilweise so viele neue Marken aus dem Boden, die alle irgendwie dasselbe verkaufen, nur mit einem anderen Muster und die dir dann irgendwelche Rabatte hinterherwerfen. Und denkst dir so, oh ja, das ist süß und guck mal bei diesem Haul, oh Mensch, das ist aber niedlich. Und viele Personen legen einfach nicht mehr so viel Wert auf Qualität, sondern auf Quantität. Mit Qualität meine ich... Oha! Impulskäufe kommen schon mal vor, ansonsten ist bei mir eher das Gegenteil. No Flex, habe einiges auf der Bank, aber komme einfach nicht dazu, es vernünftig anzulegen. Durch die Inflation verliert das Kapital doch einfach nur an Wert. Ach krass. Ja, ich glaube auch, dass es echt gut ist, wenn man ein bisschen Geld angespart hat, wenn man sich überlegt, wie legt man das am besten an, damit das Geld halt so ein bisschen für einen arbeitet. Ich glaube, das ist schon sehr smart, aber auch was ich mir nicht leisten kann, womit ich mich einfach nicht auskenne. Ich habe mir 5.000 Kredit geholt, weil ich im Januar 3 Wochen Japan-Trip mache und mein Auto ist jetzt kaputt. So habe ich erstmal keinen Druck ins Blaue zu fahren. Aber was machst du? Also hast du dir den 5.000 Euro Kredit geholt, um nach Japan zu fahren, also um Urlaub zu machen? Das habe ich noch nie gemacht. So ein Kredit aufgenommen für Urlaub. Aber ich glaube, das ist in anderen Ländern auch sehr ein Ding,
dass man halt einfach einen Kredit aufnimmt, um Urlaub zu machen. Ich habe gedacht, du wärst voll bescheiden mit Geld. Nee, ich kann gar nicht so gut mit Geld umgehen. Das, zum einen liegt es auch daran, dass mir Geld gar nicht so wichtig ist, muss ich sagen. Also, es nervt mich selbst ein bisschen, aber mir ist Geld halt einfach nicht so wichtig. Ich denke mir halt dann immer so, ja, scheiß drauf, ist doch nur Geld. Wenn ich es hierfür nicht ausgebe, dann gebe ich es eh irgendwann für was anderes aus. Und dann gebe ich es halt einfach aus. Aber ja, wie gesagt, ich arbeite dran. Und irgendwann kann ich gut mit Geld umgehen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Louis Vuitton-T-Shirt oder Balenciaga, ich meine, Balenciaga ist ein super Beispiel dafür, dass Leute bereitwillig... Mir hat meine Nochfrau geholfen zu sparen, sind nur 33 Jahre zusammen. Die ist ein echtes Zahlenteufelchen. Aber warum Nochfrau Balenciaga geantet? Ja, also wirklich, ich verstehe es auch nicht. Das ist, imagine, du holst dir die Schuhe für 1,8. Das ist so hässlich. Wirklich super viel Geld ausgeben für kaputte Sachen. Was ist mit euch? Aber die meisten achten mittlerweile mehr auf Quantität. So kaufen sich viele für 100 Euro nicht zwei Oberteile, sondern teilweise 20, weil diese für 5 Euro verscherbelt werden. Klar halten diese vielleicht nicht so lange, aber ich habe dafür super viele verschiedene Style-Möglichkeiten. Jeans P1, jeder trägt die. Wirklich? Ich war noch nie in meinem Leben im P1. Ich habe nur gehört, dass das P1 wirklich ein scheiß, also ein ja, Protzclub sein soll. Und das geht dann Woche für Woche, Monat für Monat und das Ganze wird zu einem Teufelskreis. Und auf TikTok und Co. findet man auch super viele Reviews zu Klamotten und wenn man dann auch noch einen Rabattcode dazu findet, denkt man sich, naja gut, kaufe ich mir doch mal was. Und mittlerweile zieht TikTok auch nach, denn ich habe von mehreren Unternehmen gelesen, die auf TikTok Livestreams machen und da parallel Bestellungen eintrudeln, die dann live abgewickelt werden und so spornt das. Das habe ich auch gesehen auf TikTok. Gefühlt jeder TikToker hat jetzt so den eigenen Online-Shop und dann stehen die da so alle da. Letztens habe ich eine gesehen, die hat halt einfach so ein, die hat Teleshopping gemacht auf TikTok. Das ist eigentlich so eine ganz normale TikTokerin, die so ganz normal live geht, so wie ich hier jetzt live sitze und mit euch quatsche. Und dann hat die einfach Black Friday Teleshopping gemacht. Dann gibt es noch so andere, die dastehen, die auch so ganz normal, so wie ich jetzt gerade streamen. Und dann haben die immer mal wieder so Streams, wo sie dann noch so mit so einem Rad dastehen, dass du so drehen kannst. Und da steht dann irgendwie, jetzt bekommst du 10% Rabatt auf was oder du bekommst ein extra Päckchen zu deinem Paket oder keine Ahnung, irgendwas Cooles. Und dann stehen die da und verpacken so die deren Geschenkbox oder deren Boxen, die sie verkaufen, was dann meistens so Süßigkeiten oder so sind, dass sie so Süßigkeiten dann einpacken. Hier, du bekommst die Takis und dann bekommst du noch die blauen Schnüre und so. Und dann verpacken die das und verschicken das dann ihre Community. Und ich denke mir so, was ist das? Was ist das? Wieso hat jetzt plötzlich jeder irgendwie so einen komischen, weirden Online-Shop und verkauft was? Dass die Leute auch mehr dazu an, etwas zu kaufen. Klar ist das rentabel für die Unternehmen, aber das Ganze muss man auch kritischer beobachten, denn mittlerweile wird man von allen Seiten zugeballert mit irgendwelchen neuen Sachen, die man ja unbedingt braucht. Das Ganze endet nicht bei Klamotten, sondern erstreckt sich auch auf die Candy-Shops sprießen gerade wie Unkraut. Es ist heftig, wie viele es davon gibt und wie viele Leute auch eigentlich so gar nicht super, also so vom Content her passt das überhaupt nicht. Und plötzlich machen die so einen Candy-Shop auf. Wohnung, das Auto oder Kreditkartenschulden, bis man den Überblick verliert und nicht mehr weiter weiß. Als jemand, der selber Schulden hatte, erzähle ich euch jetzt mal, was das für euch bedeuten kann. Denn ich denke, das wird sehr oft unterschätzt. Ich habe mich verschuldet und musste eine Privatinsolvenz anmelden. So, jetzt stellt sich aber mir die Frage, wenn es doch so viele Leute gibt in Deutschland, die verschuldet sind und die das nachvollziehen können, warum ist denn das Verständnis gegenüber YouTubern so gering? Auch dazu habe ich natürlich eine Antwort, weil ihr nichts Gönner seid. Ohne viel Wallahi. Nein, alles gut. Aber wenn ich jetzt irgendwann pleite bin, dann schreibt ihr schon drunter, wir glauben an dich, Sascha, oder? Oder? Das Problem bei vielen YouTubern ist, nicht bei allen, ne? Es ist nicht bei allen so. Und es gibt auch YouTuber, denen man es gönnt, sage ich mal, die einfach ein so extravagantes Leben leben und mit Dingen prahlen, die sich kein Normalverdiener in der Welt leisten kann. Was verdienst du denn im Monat? 1.500 Euro? Die pisse ich! Und da kommt ja dazu, dass eben der Beruf Influencer sowieso nicht angesehen wird. Und auch wenn es... Das war auch ein sehr trauriger Moment.
von Ron Bilecki. Nicht alle sind, gibt es doch viele YouTuber, die eben ein gewisses Leben vorleben. 9 von 10 Zahnärzten empfehlen Candy Shops. Beispielsweise diese teure Einrichtung und hey, guck mal, was ich zum Geburtstag bekommen habe. So viel Luxus, yeah! Wenn diese Leute pleite gehen, dann hat man eben kein Verständnis dafür, weil man sich denkt, du hast so viel Geld gezeigt, du hast deine ganzen Luxusgütern gezeigt. Warum soll man dann Mitleid haben mit einer Person, die alles hatte? Und die Sache ist, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Mitleid nicht zwingend. Natürlich, wenn da sich jemand hinstellt und täglich gefühlt Tausende von Euro aus dem Fenster schmeißt und dann nach einer Zeit pleite ist, da natürlich kann man sich da denken, okay, schön blöd. Mitleid muss man nicht haben, aber was ich einfach nie cool finde, sind Leute, die solche Leute dann beleidigen. Und wirklich so Hasskommentare schreiben, dass sie das verdient haben, dass sie es einfach verdient haben und dass sie eh kacke sind, dass sie dumm sind, dass sie nicht mit dem Geld umgehen können. Und ja, das mag schon alles stimmen, dass diese Leute jetzt nicht sehr gut mit dem Geld umgegangen sind. Aber ich weiß nicht, das sind teilweise noch sehr junge Leute, die sind halt einfach jetzt erwachsen geworden, ganz frisch, sind noch sehr jung und unerfahren, haben super viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen, also super viel Geld verdient auf einmal, sind in so einen Rausch gekommen. Das sind ja keine bösen Menschen an sich. Die haben halt einfach nur ein bisschen den Überblick verloren. Und deshalb finde ich, muss nicht gehatet werden. In einer besseren Ausgangslage. Bin 18 Jahre alt. Sind. Zwar gibt es eben viele, die sich nicht davon erholen, aber sie haben andere Möglichkeiten, um Geld einzuspielen. Beispielsweise KS-Freak. Bist du schon mal eingeschlafen und dann aufgewacht mit Hype? Der in mehrere Trash-TV-Formate gegangen ist. Ich will es natürlich nicht unterstellen, dass es ihm nur ums Geld ging. Vielleicht ging es ihm auch um die Präsenz und so. Aber auch beim Dschungelcamp unterstellt man eben vielen Leuten, hey, die sind da jetzt nur, weil die Geld brauchen. Oder ihr macht es wie ApoRed, der nie zugegeben hat, dass er pleite ist. Wir wissen es natürlich nicht. Aber er hat dann mit einer anderen Person seiner Zuschauerschaft Krypto-Tipps vermittelt und hat wahrscheinlich dafür eine Gegenleistung bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, bei diesen Personen im öffentlichen Leben auf die Beine zu kommen, ist wesentlich höher als bei Menschen, die eben normal verdienen, die nicht prominent sind, die nicht im Fernsehen zu finden sind. Und all diese Punkte, also dass man ein extravagantes Leben führt und das nach außen auslebt, dann die wenig angesehene Akzeptanz von Influencern in der Berufswelt und bei der Menschheit und dass man eine bessere Ausgangslage hat, wieder auf die Beine zu kommen, all das führt... Das ist so, ich verstehe nicht, warum das immer noch so ist, dass du da... teilweise so belächelt für wirst und teilweise Leute dich schon fast verachten dafür, wenn du Influencer bist. Ich hatte auch ab und zu mal so das Gespräch mit Leuten über das Streaming, dass ich eben streame, dass ich hier live bin und ich spiele, mit euch quatsche und so. Und es laggt, der Stream laggt oder was? Nur bei Zeynep oder bei allen? Ich habe keine Fehlermeldung. Bei mir nicht? Okay. Und da konnte ich mir auch schon so Sachen anhören wie, ja, da musst du ja nicht arbeiten. Das ist ja nicht so ein bisschen spielen, ne? Ja, richtig arbeiten, das macht die, das ist nicht mehr so in, gell? Richtig arbeiten zu gehen. So solche Sachen, wo ich mir auch denke, ja. Tolles Gespräch, super. Eben dazu, dass Außenstehende wenig Mitleid haben mit Personen des öffentlichen Lebens, mit YouTubern, mit Influencern. Aber ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube, dass es den Leuten, die das veröffentlichen, nicht darum geht zu sagen, ich möchte Mitleid, bitte sag mir, dass ich es wieder schaffe. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass man sowas öffentlich erzählt, weil das mehr Realität schafft. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe, jetzt realisiere ich, jetzt ist mir das wieder peinlich. Jetzt besinne ich mich wieder auf meine alten Gedanken und denke mir so, was ist das? Denn was man einfach oft sieht, sind gut verdienende YouTuber, die ihr Leben ausleben. Aber es wird ja auch oft YouTubern unterstellt, dass sie sowas nur öffentlich machen, um Mitleid zu bekommen oder um dadurch nochmal mehr Geld zu verdienen. Also es wird immer so eine böse Absicht quasi dahinter unterstellt. Aber also wenn ich jetzt auf mich schließe, mein Chat ist wie mein Tagebuch.
Ich date euch gerne ab, was in meinem Leben abgeht. Ich erzähle euch auch von unschönen Sachen aus meinem Leben. Und das nicht, weil ich euer Mitleid haben möchte oder irgendwas von euch haben möchte, sondern weil es halt quasi wie ein Tagebuch für mich ist. So, ich rede gerne darüber mit euch. Ihr seid sozusagen mein Safe Place. Und wenn mir was Blödes passiert, sei es jetzt auch eine Insolvenz oder Stress mit dem Finanzamt oder so, und ich mich dafür dazu entschließe, darüber zu reden, dann würde ich mit euch darüber reden. Aber die wenigsten, ob YouTuber oder auch Nicht-YouTuber, sprechen gern über Schulden, sprechen gern darüber, was sie angestellt haben und sprechen gern über ihre eigenen Fehler. Deswegen finde ich das persönlich gut, dass man sowas öffentlich erzählt, auch wenn man sich einiges anhören muss. Aber wenn man öffentlich dazu stehen kann, dass es die eigene Schuld war und man es hätte besser machen. Nicht unbedingt finanziell, sondern auch für Ruhm und Likes. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das so ist. Natürlich gibt es Leute, die daran denken. Natürlich denkt man sich auch ab und zu, okay, vielleicht wäre das Thema ein smartes Thema, das Video ein Thema, das viral gehen könnte. Aber ich würde nicht sagen, dass jeder Creator sich bei jedem Video die Gedanken macht, okay, wie viel verdiene ich daran? Dass es nicht ausschließlich immer nur darum geht. Müssen, dann finde ich es persönlich ein gutes Ding und vor allem ein Warnschuss für alle anderen. Diese Art von Videos spiegeln nicht nur YouTuber wider, sondern eben viele in der Gesellschaft. So zum Beispiel, sagen wir, das Video von Unge. Das Video, das Unge hochgeladen hat, in dem er erzählt hat, dass es ihm einfach schlecht geht. Dass es ihm psychisch nicht ganz gut geht und dass er eine Pause braucht. Ich denke nicht, dass Unge sich in dem Moment gedacht hat, boah, geil, mit dem Video werde ich vielleicht echt viel Geld verdienen. Das Video wird so krass viele Klicks machen, da werde ich richtig Kohle verdienen mit. Sondern ich glaube, die Absicht dahinter war einfach, seine Community zu updaten, zu erzählen, was in ihm vorgeht und halt einfach so eine Art Transparenz auch zu schaffen zu seiner Community. Und deshalb würde ich sagen, nicht jedes Video wurde mit dem Gedanken gedreht, dass damit möglichst viel Geld verdient werden kann. Kann auch sein, aber muss nicht sein. Und das finde ich ist immer so eine Unterstellung. Wenn man sich da gar nicht so sicher ist, ob das so ist, warum muss man da so pauschal sein? Ihm ist es jetzt nicht gescheitert an den Steuerschulden, sondern an dem Konsum und an dem Leben, was er über seine Verhältnisse geführt hat. Und ich glaube, dass sich einige da wiederfinden. Denn ja, es ist cool, ein schönes Auto zu fahren, in einer schönen Wohnung zu leben. Es ist cool, schöne Klamotten zu tragen. Aber man muss auch wissen, wann der Punkt erreicht ist und wo man sich das Ganze nicht mehr leisten kann. Und ich glaube schon, dass das Problem von vielen ist, dass sie nicht gelernt haben, vernünftig mit Geld umzugehen. Und egal, ob man dann viel oder wenig Geld hat, man immer in derselben Ausgangssituation landet. Einmal Lotto-Millionär und wieder zurück. Gott, ey, das wird mich so deprimieren. Das wird mich so deprimieren. Das ist nur, was man daraus macht. Was macht ihr? Was machen die YouTuber? Reflektieren die sich? Sagen die, ja, es ist meine Schuld? Oder sagen die, wer war das? Entweder man lernt raus oder man gibt seinen Zuschauern einfach Krypto-Tipps. Aber was ist eure Meinung dazu? Habt ihr eure Klarna-Schulden gecheckt? Wenn nicht, dann macht es sofort, direkt nachdem ihr mir einen Daumen nach oben gegeben habt und ein Abo dagelassen habt. Auch meine Mitarbeiter und ich müssen von irgendwas leben. Mua! Okay, war ein interessantes Video. Ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, gerade eben auch ein sehr präsentes Thema mit den ganzen Steuerschulden und Co. Weil sie jetzt gesagt hat, dass man ein Like da lassen soll. Ja, das ist ja jetzt Quatsch. Ich habe nie behauptet, dass jetzt Saschkas Video...